16 Tage gegen die Gewalt an Frauen. Mit diversen Aktionen, Performances und sogar Selbstverteidigungskurs für Frauen machen auch dieses Jahr wieder diverse Frauenorganisationen in der ganzen Schweiz auf häusliche Gewalt und auf einen Feminizid, also die explizite Tötung von Frauen, aufmerksam. Mit einem Stang- und Infoblätter am Samstag, Merit, machen auch die Bio Frauen mit. Die 16 Tage sind gestern angefangen mit dem 25. November. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und es wird bis am 10. Dezember dauern, der Tag der Menschenrechte. Am Stand dabei ist Manuela Schild, Geschäftsführerin von Solidarité Femme Bio. Ihre Frauenorganisation begleitet pro Jahr um die 800 Frauen und ihre Kinder aus der Region, die bei ihnen wegen häuslicher Gewalt Hilfe suchen. Für uns ist es wichtig, dass auch die Gesamtbevölkerung eben sensibilisiert ist, wie jetzt durch die 16 Tage, weil wir müssen alle darüber reden. Es müssen alle über häusliche Gewalt reden, um eben zu enttabuisieren, um das Thema auf den Tisch zu bringen, dass eben auch kann bekämpft werden am Schluss. Häusliche Gewalt kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Frau getötet wird. Darum ist der sogenannte Feminizid das Hauptthema bei der 16-Tage-Kampagne dieses Jahr. In der Schweiz sind im Jahr 2021 laut dem Bundesamt für Statistik 20 Frauen und Mädchen wegen häuslicher Gewalt getötet worden.